Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Äußerst angespannt ist zur Stunde die Situation in Prag. Trotz eines massiven Polizeiaufgebots sind wieder Tausende auf die Straße gegangen. Sie verlangen das Ende der Einparteienherrschaft und den Rücktritt von KP-Chef Jakesch. Zusätzlichen Zündstoff lieferte der überaus harte Polizeieinsatz gegen Demonstranten vom Freitag, bei dem Blut geflossen war. Der staatliche Rundfunk dementierte heute Berichte, wonach es mindestens einen Toten gegeben hat. Demonstranten dagegen beharren darauf. Sie sprechen von bis zu 4 Todesopfern. Seit 3 Tagen wird in Prag für die Toten öffentlich gebetet. An 10 verschiedenen Stellen in der Narodni, der Nationalstraße. Wer die Totgeprügelten vom Freitagabend sind, ist noch unbekannt. Von 4 jungen Menschen oder von einem ist die Rede. Namen werden genannt und widerrufen. 10.000 Menschen sind heute Abend unterwegs und es scheinen immer mehr zu werden. Freunde, helft uns, ruft der junge Mann. Wir werden totgeprügelt, wenn wir unsere Meinung sagen. Ende mit der Regierung stand auf den Transparenten und der Aufruf für einen Generalstreik am 27. November. In der vergangenen Nacht schon hatten die Künstler und die Belegschaften der Prager Theater zu einem einwöchigen Streik aufgerufen. Aus Protest gegen die Übergriffe der Sicherheitsorgane von diesem Wochenende. Die Bühnen und die Säle sollen für öffentliche Diskussionen verwendet werden, im Sinne der oft beschworenen Umgestaltung der Gesellschaft und für den offenen Dialog. Trotz Mut zum Protest hat man in Prag heute Abend Angst vor einer Konfrontation. Die Seitenstraßen gleichen einem Heerlager mit Mannschaftswagen, Wasserwerfern und gepanzerten Fahrzeugen. Die politische Führung wird jeder Herausforderung mit Brutalität begegnen. Die vielen tausend Demonstranten wollen versuchen, über die Moldaubrücken zur Prager Burg, dem Hradschin, zu gelangen. In der DDR wird die Kritik an den im Amt verbliebenen Spitzenfunktionären der Ära Honecker stärker. In Dresden verlangten heute Zehntausende, dass die Schuldigen für die Krise zur Rechenschaft gezogen werden. Bei einer Kundgebung in Ost-Berlin hieß es unter anderem, die neu gewählte Regierung müsse jetzt sagen, wie sie zu Staatschef Krenz stehe. Krenz genieße bei der Bevölkerung kein Vertrauen. In Frankfurt an der Oder gingen etwa 10.000 Menschen gegen den Führungsanspruch der SED auf die Straße. In Dresden gingen heute etwa 100.000 Demonstranten auf die Straße. Sie folgten einem Aufruf von Künstlern. Neben freien Wahlen forderten auch sie das Ende des Führungsanspruchs der SED. Unser Volk braucht die SED wie der Fisch das Fahrrad, hieß es auf Transparenten. Scharfe Angriffe richteten Redner an die sogenannten Wendehälse. Neben Egon Krenz wurde dabei auch der Vorsitzende der Liberal-Demokratischen Partei der DDR, Manfred Gerlach, genannt. Die Abschlusskundgebung auf dem Platz vor der Semperoper wurde im Radio direkt übertragen. Die DDR-Oppositionsgruppe Demokratischer Aufbruch will am 16. und 17. Dezember in Leipzig ihren Gründungskongress als politische Partei veranstalten. Das hat ihr Vorsitzender, der Rostocker Rechtsanwalt Schnur, bei einem Gespräch mit Politikern der FDP in Bonn mitgeteilt. Nach seinen Angaben befürwortet der Demokratische Aufbruch freie und geheime Wahlen im September 1990. Seit Öffnung der innerdeutschen Grenze bis heute war fast die halbe DDR im Westen. In den vergangenen 10 Tagen, so besagen die bisherigen Zahlen, gab es weit mehr als 8 Millionen Einreisen von DDR-Bürgern. An diesem Wochenende waren es etwa 3 Millionen, die nach West-Berlin oder ins Bundesgebiet kamen. Der Verkehr verteilte sich auf sehr viele Grenzabschnitte, denn inzwischen gibt es bereits rund 70 Übergänge zum Bundesgebiet und 22 zu Berlin. Berlin hat sich verändert. Dieser Sonntag zeigte die neue Normalität einer 2-Millionen-Stadt, die plötzlich ein Umland mit etwa noch einmal 2 Millionen Einwohnern bekommen hat. Die Innenstadt war heute voller Menschen, der Ladenschluss wieder aufgehoben, aber der Verkehr brach nicht zusammen. Die Besucher aus der DDR hatten Einsicht gezeigt und beinahe alle hatten ihre Autos jenseits der Grenzübergänge stehen lassen. Der Verkehr wurde vor allem von den Berliner Verkehrsbetrieben bewältigt, deren Mitarbeiter mit Sonderschichten alle verfügbaren Züge und Busse in Bewegung hielten. Nur heute früh mussten noch einige Bahnhöfe zeitweilig gesperrt werden. Nach Schätzungen waren am Wochenende knapp 2 Millionen gekommen, doch nur wenige übernachteten, wie diese Jugendlichen, in Einkaufspassagen oder Notunterkünften. An den 22 Berliner Übergängen gab es keine Wartezeiten mehr. Die Besucher hatten sich gestern und heute in der ganzen Stadt verteilt und auch die Ein- und Ausreise verteilte sich jetzt mehr über das ganze Wochenende.
Zur neuen Normalität gehört auch, dass wie hier am Übergang zwischen Kreuzberg und Treptow auch am Abend noch Ostberliner zu einem kurzen Besuch nach Westen kamen. Seit heute Morgen ist die Autobahn von Hof in Bayern nach Plauen in Sachsen wieder frei. Diese Strecke war seit Kriegsende gesperrt. Das erste Auto aus der DDR passierte um kurz nach 8 den neuen Übergang. Er soll die Kontrollstellen Ulitz und Rudolfstein entlasten. Schon nach 3 Stunden war der Übergang angenommen, so ein Polizeisprecher. Premiere heute Mittag auf der Elbe. Seit 12 Uhr gibt es wieder eine Fährverbindung zwischen Hitzacker und Brandstade. Sie war seit 44 Jahren unterbrochen. Blasmusik und Beifall, als die MS Draveen zum ersten Mal mit mehreren hundert DDR-Bürgern an Bord an der niedersächsischen Seite anlegte. Auch hier wieder ein Stück deutsch-deutscher Normalität. An Rang gab es heute Abend an den Grenzübergängen zur DDR. Die Abfertigung war zügig, aber wie hier bei Helmstedt stauten sich die Wagen der Rückreisenden auf vielen Kilometern. Insgesamt sollen seit der Öffnung der Grenzen mehr als 8 Millionen DDR-Bürger einen Besuch in der Bundesrepublik und in West-Berlin gemacht haben. Kanzleramtsminister Seiters will bei seinen Gesprächen mit der DDR-Führung in Erfahrung bringen, wie es mit dem Reformprozess konkret weitergehen soll. Seiters reist morgen nach Ost-Berlin. Die Bundesregierung, so sagte er heute, wolle vor allem wissen, wie es mit freien Wahlen, einer Verfassungsreform und der Beseitigung von Einreisebeschränkungen für Bundesbürger, besonders für ehemalige DDR-Bewohner, aussehe. Bundesaußenminister Genscher wird morgen Abend zu einem Kurzbesuch nach Washington reisen, um US-Präsident Bush und Außenminister Baker über den EG-Sondergipfel in Paris zu informieren. Hauptthema der 12 Staats- und Regierungschefs gestern: die Reformprozesse in Osteuropa. Als gestern Nacht das europäische Diner im Élysée-Palast zu Ende war, fiel wieder das überstrapazierte Wort historisch. Historisch sei dieser Gipfel gewesen, weil die Staats- und Regierungschefs der 12 EG-Länder in äußerster Harmonie übereinkamen, Staaten des Warschauer Paktes wirtschaftlich zu helfen. Condition sine qua non. Hilfe gibt es jedoch nur unter der Bedingung, so Staatspräsident François Mitterrand, wenn diese Länder wirklich zur Demokratie zurückkehren, die Menschenrechte respektieren und freie, geheime Wahlen abhalten. Partout libre et secret. Beim Essen hatte man beschlossen, dass Polen und Ungarn diese Bedingungen schon erfüllt hätten. Die DDR habe ihren Willen zur Demokratie dagegen noch zu beweisen. In dem 3-stündigen Gipfeltreffen mussten erst einmal die Bonner erklären, ob sie nun Europa oder der Wiedervereinigung den Vorrang geben. Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher konnten jedoch überzeugen, dass es für sie keine Alternative zur europäischen Einigung und zur Westbindung gäbe. Bundeskanzler Kohl sagte, die Ängste, die in einigen europäischen Hauptstädten entstanden waren, seien beseitigt worden. Besonders beruhigt waren wohl alle über die gemeinsame Feststellung, dass eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten jetzt nicht in Frage komme. Die 12 stimmten darin überein, dass nicht nur die Grenzen in Europa unverändert bleiben sollen, sondern auch, dass am Bestehen der Militärblöcke, dem Warschauer Pakt und der NATO, nicht gerüttelt wird. Denn, so die britische Regierungschefin Margaret Thatcher, damit sei man bisher gut gefahren. Darum solle alles bleiben wie bisher. Die Sowjetunion ist nach den Worten des stellvertretenden Außenministers und Abrüstungsexperten Karpow nicht gegen die deutsche Wiedervereinigung. In einem Interview mit der Illustrierten Bunte nannte er aber Bedingungen. Das gesamte deutsche Volk müsse den Willen dazu bekunden und die derzeitige Situation sei zu berücksichtigen, nämlich die Existenz von 2 souveränen Staaten und ihre Lage im politischen System Europas. Ferner sei zu bedenken, dass die Bundesrepublik durch ihre Mitgliedschaft in NATO und EG nicht frei von internationalen Verpflichtungen sei.